Lohnus gibt, gibt es dafür Ruhm. Sammeln wir das ein. Und ich würde gerne wissen, ob wir mehr als 100 Ruhm und danach auch noch Geschenke kriegen. Weil, ich sag mal so, 100 ist ein bisschen wenig dafür, dass wir es schon fast voll haben. Typischer Adel. Versteckt sich lieber. Und hier kriegen wir irgendwas für. Jeden Tag werden neue Aufträge am Brett angeschlagen. Vielleicht, weil sie nie etwas von uns gehört haben. Neue? Nö. Keine neuen. Aber hier gibt es anscheinend irgendwas Neues. Willkommen beim stillen Stifter. Deine Gönner sind sehr großzügig. 85, jo. Bettgeflüster. Eine vielbeschäftigte Kurtisane im Berserkerring. Hier, bitte. Also 2 für 10 jeweils müssten wir noch machen, dann hätten wir 100. Dann habe ich vielleicht mehr. Weiß dann nicht, ob es da eine zweite Stufe gibt. Berserkerring. Ne, da müssen wir hin. Erhöht mit jedem perfekten Ausweichen kurzzeitig die Kampfkraft. Na, dafür mache ich das zu wenig. So, und hier gibt es irgendwas Neues. Clive, gut, dass du da bist. Gibt's ein Problem? Schledorn ist das Problem. Der Kerl bläst nur noch Trübsal. Sonst reichen 1-2 Bier und dann ist er wieder der Alte, aber diesmal nicht. Irgendwas bedrückt ihn und er will mir nicht sagen, was. Er hat einfach keine Energie mehr. Sogar seine ewige Motzerei hat er eingestellt. Aber vielleicht fängt er wieder an, wenn du mal mit ihm redest. Dich mag er doch, oder? Du meinst wohl... Also, kommst du mit? warte, was? Ich soll dafür sorgen, dass er wieder rummotzt. Vielleicht kann ich da helfen. Wahrscheinlich, weil ich ihm so sehr auf den Sack gehe, oder was? Gern. Wenn das hilft. Ja, wir kriegen auch was dafür, ne? Du bist meine Rettung. Aber wenn er nicht will, dann will er nicht. Wir sollten ihn nicht drängen. Schon klar. Also, wenn wir zusammen hingehen, riecht er Lunte. Deshalb gehe ich vor und du kommst danach, ja? Bis gleich. Wir sehen uns bei der Schmiede. Okay. Mal gucken, was wir dafür kriegen. Ist ja immerhin ein Plus dran, ne? Wie gesagt, dieses Hin- und Hergerinne, das stört noch ein bisschen, aber... wenn wir die beiden jetzt erledigt haben, dann haben wir auch 100 Ruhm. Eigentlich sogar 105. Das ist schon mal... Dann hätten wir das schon mal erledigt, dann wissen wir das. Ob wir danach noch mehr Nebenmissionen machen müssen. Erst August und jetzt du. Was ist hier los? Ich bin doch sonst nicht so beliebt. August macht sich Sorgen, dass dich irgendwas bedrückt. Ich dachte, du willst vielleicht drüber reden. Interessant. Ich hab dir gesagt, dass ich in Ruhe gelassen werden will. Und was machst du? Clive will doch nur helfen, oder? Ist doch nett von ihm. Red mit ihm. Vielleicht geht's dir ja besser, wenn du mal alles rauslässt. Komm schon. Ich... Mach mir Sorgen. Stur wie ein Esel. Es gibt nichts zu erzählen. Nichts davon ist der Rede wert. Erzähl einfach drauf los. Charon und ich haben eine Abmachung. Ich helfe ihr mit Götz und sie zeigt mir, was die Konkurrenz so macht. Interessante Waffen, Rüstungen und so weiter. Neulich hatte sie irgendwo einen Kyras aufgegabelt. Meisterhafte Lederarbeit. Leicht und widerstandsfähig. Sowas hast du noch nicht gesehen. Dagegen sind meine plumpen Sachen der letzte Schrott. Ich hätte das Mistding kaufen und mir die Technik abgucken sollen. Aber ich war zu stolz. Und jetzt denke ich Tag und Nacht an Ledernähte. Und daran, was für ein zweitklassiger Handwerker ich bin. So, zufrieden? Habe ich euch genug bespaßt? Dann zischt ab. Na gut, bis später. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, ne? Kann ja keiner was dafür, wenn du so ein Loser bist. Für mich war Schledorn immer so eine Art Naturgewalt. Eine
Gewitterwolke voller Schnaps. Dass der sich verunsichern lässt. Und das von irgendeinem Lederfummel. Schledorn ist sehr stolz auf seine Arbeit. Sowas nimmt er sich natürlich zu Herzen. Und wenn wir Pech haben, wird das noch schlimmer. Wenn er an sich zweifelt, leidet sein Handwerk. Und dann zweifelt er noch mehr. Wir müssen etwas tun. Auf jeden Fall. Dieser Kyras, von dem er gesprochen hat. Vielleicht lässt sich da was machen. Wir könnten versuchen, ihn aufzutreiben. Wäre ein guter Anfang. Wunderbar. Dann wollen wir mal. Gehen wir zu Charon. Dieses Monster hat wohl gefallen an... Charon, eine Frage. Schledorn sagt, er habe letztens einen Kyras hier gesehen. Ein absolutes Prachtexemplar, seiner Meinung nach. Er ist völlig besessen von dem Ding. Und da wollten wir es für ihn kaufen. Der ist leider schon weg. Ich dachte, Schledorn will ihn nicht so, wie der die Nase gerümpft hat. Aber gut gearbeitet war er, das stimmt. Auch wenn der Hersteller ein komischer Vogel war. Ich bin ihm auf einer Reise begegnet. Dieser Kyras war wohl eine Auftragsarbeit, die aber nicht abgeholt wurde. Was weiß ich, was da los war. Da hab ich ihm das Ding eben abgekauft. Weißt du, wo wir ihn finden können? Wie gesagt, er war etwas schräg. Eine Werkstatt hat er nicht. Dafür hat er was gegen Jäger. Und scheint wohl lieber selbst zur Jagd zu gehen, anstatt das Leder einfach irgendwo anzukaufen. Interessant. Und gerade fällt mir ein, er sagte, sein nächster Auftrag sei ein paar Beinschienen aus Greifenleder. Ah, jetzt wo du das sagst, am Jagdbrett stammt auch was von einem Greif. Wo wurde der nochmal gesichtet? Irgendwo in Sanbreck, glaube ich. Kernorvan, das war's. Danke, Charon. Du hast uns gerettet. Wäre nicht das erste Mal. Tja, dann werden wir diesen Lederarbeiter wohl am ehesten finden, wenn wir uns den Greif vorknüpfen, oder? Den Greif überlasse ich dann lieber dir. Wenn du jagen gehst, gehe ich auf die Märkte. Vielleicht kann ich da rausfinden, wo er wohnt oder sowas. Gute Idee. Dann wird ihn einer von uns sicher finden. Also an dem Brett stand kein Greif dran, das war eine Harpie, aber ist egal. Jetzt muss ich... Oh Gott, da komme ich doch gerade her, Leute. Was kriege ich denn jetzt dadurch? Neue Schuhe oder was? Also jetzt hat das hier einer rangenagelt, ja? Ja, spar dir das... Oh Gott, geh nicht auf den Sack, ich will doch mal lesen. Ein Hippogreif. Kern Norwind. Der gebrochene Griff. Und Sonnenpfad. DSB, okay. Hä? Ja, was soll ich jetzt tun? Welch X drücke, kann ich es nicht machen. Was soll ich tun? Alles außer Kreis drücken. Geht nicht. Okay, Kern Norwind. Wo war das denn? Was hier? Nordstedt. Kielbrück. Hier, Kern Norwind. Kann ich irgendwo... Karte. Ja, muss ja hier sein, ne? Dann reisen wir da mal hin, weil ich kann es ja nicht auswählen. Also werde ich da wahrscheinlich hin müssen, so.
Ich weiß aber nicht, ob das richtig war. Oder ist das drinnen? Das ist kein Greif. Vielleicht muss ich auch rein. Aber wahrscheinlich komme ich da gar nicht rein, oder? Wurde das nicht zerstört? Okay, jetzt weiß ich aber nicht, soll ich jetzt hier suchen? Nach einem Greifen? Ich meine, das Gebiet ist jetzt ja... nicht gerade übersichtlich. Und offensichtlich kann ich das Ding hier selber nicht betreten. So, hier soll das an, hier soll der andere sein. Ich sehe nichts, was hier irgendwie nach Greif aussieht. Kann sich ja kurz mal ein bisschen umgucken, aber... ich weiß halt nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache. Hier nur Wüvern. Auf geht's. Lauf wie der Wind. Mhm. Das dahin sieht aus wie ein Greif. Von hier aus zumindest. Nee, das ist irgendwas anderes. Ich steige nochmal ab. Ach da. Ruh dich aus. Der ist noch über, oder nicht? Runa, Rang C. Ist irgendwie. Ich fürchte, ich weiß, was das ist. Das wird kein leichter Kampf. Ich glaube, hier ist 27. Das war gerade ein paar Fähigkeiten raus, ne? Ich muss eigentlich mal das Ultima auch ein bisschen weiter leveln. Für mehr Leiste. Aber ich glaube, das ist eines dieser Viecher, die wir suchen, ne? Ja, ja, hat auch so ein Symbol. Also das wird schon richtig sein hier.
Gut gemacht, Hawkeye. Fände ich schön, wenn sich die Kamera ein bisschen mehr mitdrehen würde. Alter, und dieser Phönix-Ding, das dauert ewig, bis der wieder aufgeladen ist, Alter. Jetzt mach ihn doch fertig. So. Das war's. 95 Ruhm. Getrübtes Auge. Wiederherstellung von Ausrüstung. Okay. Es ist vorbei. Finde Frieden. Das war aber nicht der Greif, den wir gesucht haben. Gut so. Flieg, Ambrosia! Flieg. Das Ding läuft, das ist dir klar. Kann ich eigentlich Items sammeln? Puh, okay. Ich glaube auch, wenn dann eher hier irgendwo, ne? Vielleicht hier? Mornebrunn? Weil, ja, ach, wir sind da schon beim Sonnenpfad. Okay, also der war hier. Aber Ken Norwind? Das ist ja da. Ich meine, ich würde mich nicht wundern, wenn sich da ein Greif eingenistet hätte, bin ich ganz ehrlich, aber so schwer kann der ja nicht zu finden sein. Würde ich behaupten. Tag. Aber da stand halt direkt Ker Norwind und nicht ihr Gloriös oder so. Oder Glories. So, da hinten um die Ecke könnte ich nochmal gucken. Da geht's auch noch irgendwo hin. Hier, glaube ich, ne? Ja. Ist hier irgendwo ein Greif oder so? Keine Ahnung. Ich glaube, ich war hier auch noch nicht. Hier sieht es nicht sehr greifig aus. Ja. Bin hier nur durch. Hier ist ein verschlossenes Tor. Braves Mädchen. Tja, wer kann, der kann, ne? Und hier komme ich ja noch nicht durch. Oder? Nö. Also ich komme da nicht rein. Aber der Questmarker ist halt auch noch hier, ne? Deswegen verstehe ich das irgendwie nicht so richtig. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich kann es halt nicht anwählen. Das wundert mich eigentlich. So Auftrag verfolgen oder so. Das verstehe ich halt nicht. Typischer Adel. Versteckt sich lieber.
Wieso haben wir nie etwas von diesen Hütern der Flamme Das ist immer hier. Also die Quest zeigt hierher. Übersichtung von Greifen. Nur der ist auch hier halt mit drauf. Cairn Norwynd, Westor, Sambrek. Also da, wo ich gerade war. Nee. Warte. Ostor. Ah, ich muss da hin. Ach du Scheiße. Das ist ja mega weit. Das ist ja mega weit. Hier ist halt nix, wo ich irgendwie... Ach, leck mich doch fett, Alter. Da muss ich ja voll weit reisen. Ans Westtor. Oh. Wieso ist da denn so ein blöder Obelisk nicht? Jetzt muss ich da erstmal irgendwie hinfinden. In die Richtung, in die ich gucke und dann da raus. Irgendwo. Einen schönen Tag, Sid. Ja. Was bringt dich her? Ich bin Sid. Die Kristalle vom Schweif sind allesamt... Naja, komm, jetzt beschwer dich mal nicht, ja? Hier mal mit eurer Magie hier. Hier raus? Ich glaube wohl, ne? Ja, okay. Da werden wir aber gleich jetzt hinreiten, ne? Also da mache ich jetzt keine Gefangenen. Der wird aber ein bisschen schwieriger. Weil der ist ein B. Und wir haben bisher nur C-Viecher bekämpft. Servus. So. Schneller. Komm mal los. Ich wollte sagen, die Items können wir auch links liegen lassen, aber... Naja. Alter, das Ding hat einen Wendekreis wie ein Panzer, Junge. Naja, eher wie ein Sattelauflieger, aber okay. Ein Panzer hat einen relativ geringen Wendekreis für die Größe und die Schwere. Weil der kann sich auf der Stelle drehen. Ach. Zwei Gilde, hier liegen aber zwei Gilde im Wald rum. So unnötig, das überhaupt aufzusammeln. So, jetzt noch hier rum. Jetzt erzähl mir nicht, wir kommen von der Seite aus da rein. Das wäre es ja noch. Weil hier konnte ich mich ja damals gar nicht umgucken, weil das alles... Hier quasi gestorchelt war, sag ich mal. Ich geh mal erstmal hier rein. Und hier ist auch noch irgendwo eine kleine miese Ecke. Was bist du denn? Ab nach Hause. Ach, kann ich gerade nicht. Ach Mann, ich kann doch nicht kämpfen. Und die leveln gar nicht so gut mit, ne? Wir sind nur Stufe 13 hier. Gar kein Problem. Was ist das denn? Sieht aus wie dieser Stein, den wir bei uns haben. Was macht der? Der sieht aus wie der im Versteck. Sag ich doch. Scheint aber nicht zu funktionieren. Das war's? Ja, das war jetzt unnötig. So. Irgendwo hier soll der sein. Da drüben, wenn wir hier über die Brücke gehen, dann wird er da wahrscheinlich sein. Da ist ein relativ passendes Gebiet für den. Dass der hier irgendwo rumlungert. Greifer sind nicht gerade leichte Beute. Da oben. Wenn unser Lederexperte sich da mal nicht übernommen hat. Da ist er doch. Korune! Du Sau! Mach dir weg, du! Sag doch, der wohnt da jetzt! Voll die Hogwarts-Vibes hier, Alter. So.
20 kriege ich schon für den. Cool. Der Lederarbeiter muss warten. Oh. Torgal, zu mir. Cool, da kann man stunnen. Komm zu mir! Da war mir dieses Angriff, so. Angreifen und er hat auch in dem Moment angegriffen. Voll verpasst mein Einsatz, Alter. Was? Ja, nee, wenn du mich mal heilen würdest, wäre besser. Aber du stehst ja nicht so darauf, mich deine Freunde zu heilen, ne? Komm zu mir! Alter, dem kann ich nichts entgegensetzen. Hilf mir, Großer! Ich kann nochmal ausweichen. Komm schon! Das habe ich gebraucht.